Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich bin sehr gespannt, ob Volland uns jetzt direkt im ersten Spiel davon überzeugen will. Ja, Trainer, es war eine gute Idee, mich wiederzunehmen. Ich bin besser als Wagner. Ich bin der mitspielende Stürmer. Ich habe ein besseres, besseren Pass, ein deutlich besseres Dribbling. Und ich mache auch die Buden, wenn es drauf ankommt. Da müssen wir uns daran erinnern, er ist Linksfuß, kein Rechtsfuß. Er hat leider auch bloß 3 Sterne auf den schwachen Rechten, aber er hat auch schon schöne Tore mit rechts geschossen. Trotzdem, wenn es geht, dann versuche ich natürlich mit links abzuschließen. So, was haben wir hier? Nicht so krasses Team. Leihspieler Nainggolan drin. Ein, zwei sind schon ganz gut von den Spielern. Nainggolan zum Beispiel. Den langsamen Höwedes mit Basic Chemistry Style. Beide Innenverteidiger. Manolas ist natürlich sehr gut. Aber beide Innenverteidiger nur mit Basic Chemistry Style. Viele Spieler mit Basic Chemistry Style. Da waren auch noch andere dabei. Und Höwedes ist relativ langsam. Das heißt, wir können voll ans krasse Pace ausnutzen. Also, so schnell ist er ja leider nicht. Ich glaube, auch 80 Pace auf der Karte stehen. Schön gemacht mit. Ich weiß gar nicht, wer es war. Das hat er gut gemacht mit Parolo. Oh, er hat auch für lieber anders, da müssen wir aufpassen. Das haben wir gut gemacht mit Ginter. Schöner Ball auf Kimmich. Kimmich war schon durch quasi, aber leider haben wir dann den Ball nicht mal wegbekommen mit Kramaric. Dafür hat Kramaric hier sich den Ball sehr gut erlaufen. Glaube, der Gegner ist recht gut. Boah, wie schnell ist der bitte? Krass. Unglaublich schnell. Nie ist die Abkürzung vom gegnerischen Team. Ich frage mich, ob er das mit Absicht gemacht hat, also ein Deutscher ist. Nie von niemals oder ob das Zufall ist. Das ist schon auffällig, weil normalerweise schreiben alle die drei Buchstaben groß und er hat die anderen beiden klein geschrieben, also das I und das E. Hat er jetzt gewechselt? Nicht so aus. Was für ein Glück beim Gegner hier. Hat ihn dann aber zum Glück wieder verlassen. Schon wieder falsche Spieler, Mann. Leider abseits, aber ich glaube, ich hätte in der einen Situation auch mit Volland schon abschließen können. Gerade weil er halt da mit dem Linken hätte abschließen können. Ja, schwache Flanke, aber ich glaube, er wollte auch auf den zweiten Pfosten flanken, weil ich glaube, der auf den zweiten Pfosten angelaufen kam, der war ziemlich blank. Schade. Doppelt schade. Schön. Kimmich ist wirklich so stark als Außenverteidiger. Hat er auch geile Werte, ich meine. Es ist dann nicht so verwunderlich. Es ist so viel angenehmer mit einem Stürmer, dass wir spielen, der dribbeln kann.
Warte. Warte, wir hatten gerade unsere Schüsse immer geblockt. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so eine Kopfballmaschine von drin. Deswegen werde ich auch mal nicht direkt auf Volland versuchen zu köpfen. Zu flanken. Oh, das war eigentlich ein guter Spieler zum Kopfball. Für den Kopfball. Komm, Bender! Ach, Bender, halte den Ball. Dieser scheiß Lacker, ey. Was für ein Lackertor. Unglaublich. Egal. Dann machen wir zwei Lackertore. War doppeltes Lack, weil der Pass wäre niemals angekommen, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre. Und Fährmann war auch noch dran, also ja, doppeltes Lack. Das war ein Scheißpass. Zumal wir vorher die Torchancen hatten, nicht der Gegner, das ist auch nicht, darf man auch nicht vergessen. Aber deswegen denke ich ja auch, dass wir hier noch. Die Chance haben, das Spiel zu drehen. Wieder eine dumme Idee. Schade. Scheiße, dass das auch noch klappt, ist ärgerlich. Dass das auch noch klappt, ist doppelt ärgerlich. Dass er nicht reingeht, ist geil. Schön geklärt, danke, dass du das nochmal in die Mitte klärst. Ich versuch's gerade zu sehr zu erzwingen hier. Der Schuss war ja eigentlich auch schon wieder dumm mit. Volland aus der Position und der Situation. Volland, schönes Stellungsspiel ins lange Eck mit seinem starken Linken. Nice. Und er fühlt sich auch schon viel geiler an. Aber wie gesagt, ich will jetzt Magner auch nicht schlecht reden, madig reden. Ihr habt es selber gesehen. Er hat die Buden gemacht, er hat super wichtige Tore gemacht. Und es war einfach gerechtfertigt, ihn zu spielen. Auch wenn er sich dann teilweise scheiße angefühlt hat. Ergebnisse zählen erstmal immer. Sobald er die Second-Info hat, bekommt er auch nochmal die Chance bei mir. Aber ich glaube, dann werde ich ihn als mit Sniper spielen. Weil die Pace ist so oder so langsam, die ist scheißegal, die brauche ich nicht boosten. Die bekomme ich selbst mit Hunter nicht wirklich geil. Und ich denke, wenn der aber noch Dribbelstärker werden würde mit Sniper, was halt super krass die Dribbelstärke boostet, dann könnte er dann wieder wirklich sehr interessant werden. Aber wie gesagt, das mache ich dann erst, diesen Test, wenn er eine Second Info bekommen sollte, weil der hat er dann logischerweise auch noch die restlichen Werte geboostet. Krasse Parade. Oh mein Gott, war das krass gehalten.
Das war richtig krass gehalten. Was für ein Reflex, ey. Oh, eigentlich eine geile Flanke, wenn da ein Kopfball kommt. Nein! Okay, selber vorgelegt, ist okay. Schade. Ja, voll. Oh, krass gemacht von Bender, dafür ist er da. Schöne Grätsche und leider waren wir, glaube ich, zuletzt dran, ja. Och, er hat uns an der Schulter berührt. Er hat uns an der Schulter berührt, dieses Schwein! Wieder konzentrieren wir. Also der Gegner ist aber jetzt besser geworden in der Verteidigung, muss ich sagen. Deutlich besser. Dafür ist er zum Glück im Angriffsspiel immer noch schwach. Scheiße! Zum Glück, ich sage, er ist immer noch schwach im Angriffsspiel. Oh, Freunde! Jetzt ist wieder Slapstick. Fuck, wir müssten schon lange das zweite Tor haben. Ach, Kimmich, ey, der kleine Mann wird einfach den Spieler wegdrückt, ist geil. Man schätzt das aber, er ist größer als gedacht. Ich glaube, 1, wie hat er gesagt? 1,76, glaube ich. Kacke. Da sollte der Ball nicht hin, oh mein Gott. Dumm, der konnte einfach nicht werden, dieser Laufpass. Ich probiere es trotzdem. Schöne Schusstäuschung.
Alter! Wir sind natürlich glücklich, wie wir das Tor schießen, das zweite, aber das erste Gegner, also das erste Führungstreffer, der Führungstreffer vom Gegner war auch glücklich. Jetzt dürfen wir nicht das 2-2 fressen, dann kommen wir nämlich auch nicht in die Verlängerung. Alles tippitoppi. Wir müssen nicht länger spielen. Nice. War glücklich, aber wie gesagt, das 1-0 vom Gegner war auch glücklich. Und es ist absolut verdient, wir hatten solche Großchancen. Wichtig, 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 um hier keine blöde Verlängerung zu kassieren. So, jetzt gewinnen wir das nächste Spiel auch noch. Ich denke, haben wir auch gut gespielt. Tore, Fallein und Bender, Vorlagen gab es gar keine. Doch, Zuba alleine. Wurde aber ausgewechselt. So, jetzt macht wieder Icardi ein paar Tore. Inform Icardi hat auch nur noch einen Vertrag, aber er bekommt auf jeden Fall noch mehr. Braucht sich. Oh, wir haben nur noch 80 Fitness bei unserem Donner. Deswegen geben wir ihm mal Fitness. Gott, wir haben so viele Fitnesskarten noch. Da brauchen wir da wenigstens erstmal keine Bronze-Packs aufmachen. Wenn ich keine Fitnesskarten mehr habe und welche brauche, dann mache ich es ja immer so, dass ich dann die kleinen Bronze-Packs aufmache, bis ich halt eine Fitnesskarte habe, weil das ist am preiswertesten. Das ist preiswerter, als sich die Bronze-Fitnesskarten dann für 150 oder 200 vom Markt zu kaufen. So, konzentrieren, wieder konzentriert, gut spielen. 79er Stürmer, wahrscheinlich schnell. Wen haben wir da? Ah ja, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber kenne ich natürlich. Hart ist auch nur noch ein 82er Torhüter, da war nicht mal ein 84er. Stellt irgendwas um, wie es aussieht. Din, 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 din. Oh, er hat, glaube ich, die französische Nationalmannschaft als Trikot angehabt, oder? Schön, da steht Philipp Andersen genau richtig im Weg. Dachte, er kann ihn außen durchspielen, aber wir haben glücklicherweise ja weiterhin den Ball. Mach weiter, das, die beiden, das waren faul. Interessant. Macht leider einen Laufpass draus, obwohl ich wieder normal passe. Keine Ahnung, was er sich da gedacht hat. Also er wollte das auf jeden Fall nicht machen, das ist klar. Aber es hat glücklicherweise nicht das geklappt, was er machen wollte. Schade. Aber gut rausgespielt, wenn der Schuss geblockt wurde. Jetzt wird's eklig. Ich wusste es, habe ich euch nicht gesagt. Ich wusste, dass es jetzt eklig wird. Scheiße. Und der hat Freiburg als Trikots. Okay, dann macht irgendein Scheißtanz. Egal. Wir konzentrieren uns. Ach so, er hat wahrscheinlich das Wappen von Frankreich. Schade. Doppelt schade.
wie macht er denn den da bitte nicht rein, sondern ans Alu? Aber egal, gute Chance. Leider nicht genutzt. Oder ein bisschen Pech gehabt. Ich meine, Alu-Treffer ist, glaube ich, immer ein bisschen Pech. Sehr schnell ist ein wildes Spiel bisher, aber ich würde trotzdem sagen, dass die Vorteile eigentlich auf meiner Seite liegen. Brozovic, Brozovic, der macht das Ding ans Alu ran und hier hat eigentlich auch eine gute Chance gehabt, die er nicht reinmacht. Jetzt. Na also, es war komplett indirekt. Ach, scheiß Abseits. Fuck, man. Aber egal, wie gesagt, wir sind hier der bessere Spieler und wir drehen das Spiel. So wie im letzten Spiel, wir drehen das einfach. Schön von Musaccio. Ah, indirekt. Gut antizipiert. Habe ich ihn gerade zurückgeköpft, ich Idiot? Ich glaube. Anstatt ihn einfach reinzuköpfen. Oh, schade. Aber egal, wir machen unser Spiel. Jetzt. Sah eigentlich auch gut aus. Oh, das zweite Mal, Alu. Meine Fresse. Haben wir Glück. Wieder gut gehalten von Hart. Das war richtig geil. Egal, also ich würde sagen, es wäre absolut verdient, hat einmal geschossen, wäre absolut verdient, wenn wir jetzt hier führen schon und nicht nur unentschieden spielen würden. Also könnte ich schon locker 3-1 stehen. 4-1 vielleicht sogar. Und von daher einfach so weiterspielen in der zweiten Hälfte, dann drehen wir das auch noch. Da fällt mir, hatten wir sogar schon ein Abseits-Tor. Komm schon. Mm-hmm.
Es wurde aber auch Zeit, Freunde. Es wurde aber auch Zeit. Aber sowas von. Krasses Tor auf jeden Fall von Icardi. Super schweres Tor. Schöne Drehung, schöner Schuss. Also die einfachen Tore machen sie nicht. Schieße lieber ins Alu, aber die schweren, die machen sie dann rein. Sehr gut. Und das ist kurz nach der Halbzeit. Psychologisch richtig geiler Zeitpunkt. Nice. Ist gut. Die Ecke nehmen wir auch, weil die Ecken waren eigentlich recht gefährlich. Gekreuzt. Was mache ich denn, ey? Hat auf jeden Fall eine krasse Ordnung in der Abwehr. Umso geiler finde ich es eigentlich, dass wir doch gut durchgekommen sind. Das eine oder andere Mal. Wieder krass von Musacchio, ist unglaublich dieser Innenverteidiger. Mit einer der, vielleicht sogar der auffälligste Innenverteidiger, den ich bisher gespielt habe, obwohl wo es nur ein 83er ist. Sollte normaler Pass werden, er macht einen Laufpass draus. Er muss natürlich wieder ein Lackertor schießen, was sonst. Aber der andere war insgesamt nicht schlecht. Insgesamt guter Angriff, aber trotzdem ärgerliches Tor. Und wie gesagt, wir müssen nur an die erste Halbzeit denken, welche Chancen ich da hatte. Er schießt einmal. Egal, come on. Wir schießen hier noch eins. Foul. Scheiße, war halt einfach niemand, ne? Da sollte der Ball nicht hin.
gemacht. Das nicht. Das ist ja schon die 81. Minute, fuck! Gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Nice luck. Nice luck. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Abgefälscht! Oh! Wieder so ein scheiß Lackersieg für den Gegner, das ärgert mich. Vor allem in der ersten Hälfte hätten wir halt das. Oh, ist egal, wir können eh nichts dagegen machen. Bis zum nächsten Mal, Herr Paxis.